Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, der Briefträger kam gerade vorbei und hat mir ein Päckchen von Pirish gebracht und er hat mir ein neues Mikro gebracht. Also da, ich habe jetzt ein Ansteckmikro. Ich muss jetzt einfach mal gucken, ob die Aufnahme funktioniert. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier so einen kleinen Test zu starten, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde jetzt heute einen Look schminken und dann quasi euch noch einen Look einblenden, wo ich, also quasi, ich werde jede der Paletten verwenden. So, habe ich jetzt von Pirish zugeschickt bekommen und ihr könnt dort aktuell 20% auf alles bekommen. Auf alles. Das ist so gut mit Claudis Welt 20 und genau, das startet heute und ja, wenn ihr Bock habt, schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch das alles soweit verlinkt und bei Pirish findet ihr einfach großartige Produkte. Ich werde jetzt einfach mal mit dem starten, was hier oben aufliegt. Das ist das Hot Gaze Set oder Hot Gaze Liberty X Quad Kit. Also ich mag die Nabla Lidschattenpaletten gerne. Die haben vor allem sehr zurückhaltende Geschichten, aber ich meine gesehen zu haben, dass hier auch zwei Sets mit dabei sind, die ein bisschen aufregender sind. Vielleicht ist es das Hot-Ding, weiß ich nicht, aber das ist eher ja so neutral. Aber ich habe heute Drehtag, ne? Das hier wird das sehr, sehr dunkle sein und ich kann mir vorstellen, dass das Gentle Gaze dann wirklich dieses Bärenfarbene ist. Aber wir gucken uns jetzt erstmal dieses hier an. Ich habe nämlich eben schon mit meiner Base angefangen, deswegen mache ich euch dann quasi in dem nächsten Teil, hier sind Timestamps drin, ne? Im nächsten Part des Videos alles ein bisschen, ja, keine Ahnung, dass ich euch die Base dann auch zeige und neue Produkte vielleicht von Nabla auch mit einbinde. Wir haben hier 4 Monolidschatten und ein Quad, also quasi diese Palette. Okay, eine sehr, sehr schöne, edle Palette ist es schon mal von außen. Das gefällt mir. Ist aber sehr leicht, ne? Ist auch Plastik und nicht Metall. Und hier haben wir dann in einer Pappverpackung die jeweiligen Monos. Ach, hinten stehen auf jeden Fall die Shades noch drauf. Palo Santo habe ich jetzt hier. Zack. Den habe ich jetzt schon mal eingesetzt. Fällt auch nicht raus, das ist positiv. 3 Matte und ein Celestial Finish. Töne habe ich hier. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt wie auf dem Produktbild ist, aber so habe ich mir jetzt meine Palette zusammengesetzt. Oben einmal den hellsten und den dunkelsten matten Ton, unten dann quasi den Verdunklungston für den hellen Ton und den Schimmerton. Ich bin ehrlich, zuallererst fällt mir ein, dass ich hier definitiv noch einen Highlighter zu brauche für meinen Innenwinkel zum Beispiel oder um Highlights zu setzen beim Augen-Make-up. Das brauche ich halt, ne? Fühlt sich schon mal sehr, sehr gut an von der Qualität. Also es ist nicht so, dass du reingehst und Angst haben müsstest, dass dir quasi der ganze Lidschatten wegkrümelt. Und den hellsten Ton kann ich nicht als Settington für mein Lid nehmen. Hier wird ein bisschen gekrümelt, weil der mir zu dunkel dafür wäre. Alter, der Schimmerton ist wirklich intensiv. Und hier haben wir dann einmal die Swatches. Sieht schon mal so weit, so ansprechend aus, ne? Okay, das sieht dann natürlich ganz nice aus mit diesen, ne, dass du die Fännchen auch siehst. Mir persönlich fehlt aber ein bisschen Spiegel, muss ich gestehen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, ne? Ich starte dann einfach mal hier mit dem hellsten Ton und setze mir den einfach mal hier außen an und in die Lidfalte. Jo, klassisch. Dann nehme ich mir den Verdunklungston, nenne ich ihn jetzt einfach mal, dieser Orange-Ton. Ziegel, nee, was ist das? Ein orangestichiger Braunton und damit verdunkle ich mir das hier außen. Okay, der hat definitiv mehr Pigment als der Ton, den ich jetzt gerade verwendet habe. Holla, da musste ich jetzt auch wirklich nur einmal in die Farbe reingehen, um die gewünschte Intensität auf das Auge zu bekommen, ne? Und kann jetzt halt ausblenden. Aber das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, ne? Geht einfach. Immer noch mit dem Blendepinsel unterwegs, gehe ich jetzt auch in den ganz, ganz dunklen Ton rein, in dieses wunderschöne Braun und nehme ein bisschen was auf für mein oberes Drittel, beziehungsweise nur hier außen, um dann eine Verdunklung zu schaffen. Da gehe ich gar nicht mit in die Lidfalte. Das verleiht dem Look auf jeden Fall noch mal mehr Tiefe, aber ich finde den nicht so leicht wie den, den ich gerade vorher hatte, ne? Also meinen orangefarbenen Braunton, den ich jetzt auch nehme, um das hier außen noch ein bisschen zu verblenden. Der Ton ist echt eine Zicke, das kann man nicht anders sagen. Damit komme ich jetzt nicht so gut zurecht. Und trotzdem setze ich mir jetzt an den unteren Wimpernkranz auch so eine Mischung aus den beiden dunkleren Tönen. Also erst ein bisschen was von dem dunkleren Braun
Und da konzentriere ich mich eher auf die äußere Hälfte. Und nach innen blende ich mir den mit dem orangestichigen Braun aus. Dann setze ich mir diesen ultraschönen Schimmerton, den wir hier mit in der Palette in dem Quad mit drin haben, mit dem Finger direkt auf mein Augenlid. Das sieht soweit so gut aus und jetzt kommt der Innenwinkel natürlich auch noch dran. Dann nehme ich jetzt hier den Ozone Skin Glazing von Nabla, ne, den Highlighter. Ja, den braucht man auch, also ein Highlighter generell, ne, weil ansonsten wäre das für mich persönlich einfach auch ein bisschen zu dunkel. Ja, aber ich brauche ja auch definitiv noch Eyeliner und Mascara. Und damit haben wir dann den Look auch komplett. Mir gefällt der Look, keine Frage. Ich finde den wirklich schön. Das ist ein toller Alltagslook, mit dem ich mich auch wohlfühle und den ihr euch auch gerne aus der Nähe angucken könnt. Aber es ist halt ein ganz klassischer, warmer Nude-Look, den ich jetzt geschminkt habe. Und da brauche ich auf jeden Fall auch einen Highlighter zu, ne? Weil ansonsten wäre mir das im Innenwinkel zu dunkel gewesen. Und ich brauche auch bei den Schimmertönen immer so ein bisschen Farbabstufung. Manche werden sich ja fragen, ob die Palette auch irgendwie vielleicht vergleichbar ist mit der Nabla Side by Side. Also das ist ja vielleicht auch mal eine Frage. Deswegen möchte ich euch die mal beide nebeneinander halten. Wir haben in beiden warme, matte Töne und auch dunkle Schimmertöne. Auch ein nahezu Gold ist in der Side by Side Palette drin. Aber ich würde nicht sagen, dass dieses Quad identisch ist mit dem, was wir in der Side-by-Side-Palette finden. Ne? Also es kommt immer ganz drauf an, wie sehr sieht man auf dem Auge den Unterschied, wenn man da jeweils einen Look mit schminkt. Ne? Ich habe in der Side-by-Side auch definitiv genau so einen Braunton vermisst, wobei dieser Braunton ja auch echt zickig ist. Ne? Man muss es für sich selber entscheiden. Also ich sehe es jetzt als schöne Ergänzung dazu für mich, ne? Aber man hätte sie jetzt nicht hundertprozentig extra gebraucht, wenn man schon die Side-by-Side-Palette hat. Aber na, vielleicht sind die anderen beiden Paletten ja etwas aufregender. Ich zeige euch jetzt mal die Produkte, die ich in mein Gesicht aufgeben werde, ja, bevor ich dann quasi die Lidschatten verwenden werde. Und auf alles könnt ihr ja 20% sparen. Hier habe ich jetzt einmal den Angel Aura Primer von Nabla. Der hinterlässt einen wunderschönen, nicht glitzernden Glow und hat auch noch Skincare mit drin. Die True Skin Serum Foundation von Ilia habe ich in der Farbe Sable. Die hinterlässt einen Finish wie eine zweite Haut und ist sogar Naturkosmetik. Der Regeneration Concealer von Nabla, der ein so schönes Ergebnis hinterlässt, ohne blöd in die Fältchen zu kriechen. Auch mit der Everlasting Eye Base von Dominique Cosmetics machst du nichts verkehrt. Zwischendrin ein bisschen Lippenöl von Luna Beauty. Denn meine Lippen brauchen echt Liebe. Das neue Evolution Puder von Danissa Myricks ist echt genial. Das ist pink, passt halt super zu meinem kühlen, neutralen Hautton. Und das setze ich mir mit dem LH Cosmetics Powder Puff hier einfach unter meine Augen. Na, aber auch ein bisschen auf meine Augen drauf. Probiert's aus, Leute. Das Puder ist echt ganz besonders. Aber das verwende ich am liebsten tatsächlich nur meine Augenpartie herum, denn über mein komplettes Gesicht lege ich mir einen Infinity-Filter von LH Cosmetics. Das ist in der Farbe Light. Und mit dem passenden Pinsel von LH Cosmetics trage ich mir das einfach auf mein Gesicht auf, kann es aber auch natürlich einen anderen Pinsel nehmen. Aber das Set ist wirklich toll. Ja, auch Catrice und diverse Limited Editions davon finden wir bei Purish. Und hier habe ich die Dschungelbuch-Palette und werde daraus den Sparkling Partners... Sparkling? Nein, Sparring Partners als Bronzer verwenden. Auch hier ist der Pinsel echt super. Der hat ein bisschen was von dem Physicians Formula Butter Bronzer, aber auch von dem Milk Chocolate Soleil von Too Faced, muss ich sagen. Also da kann man sich jetzt wirklich für einen schmalen Taler eine schöne Palette holen. Und der Highlighter hier drin erinnert so ein bisschen an den Dandelion, aber ich habe gleich eine andere Palette, die ich aus Nostalgiegründen verwenden möchte. Vorher noch ein bisschen Blush aus der Nude Prism Blush Palette von Luna Beauty. Heute bin ich mutig und wage eine kleine Mischung aus Pink Prince und Kawaii. Passt auf jeden Fall zum Haarreif, den ich aber nach dem Schminken abnehmen werde. Egal. Also mir gefällt es, muss ich sagen. Jetzt kommen wir zur Nostalgie und da habe ich hier von BH Cosmetics in Kooperation mit Mrs. Bella die Goldie Palette. Und dann schauen wir uns mal den Glow an. Der ist halt ein bisschen gröber als zum Beispiel der Gleam. Der Gleam gibt nämlich ein Glow from below mehr oder weniger. Aber da hat man halt jetzt einfach die Möglichkeit auch zu wählen. Und mein Favorit ist definitiv Gleam. Jetzt machen wir einen kleinen Exkurs zu einem weiteren neuen Duo, was auf den Markt gekommen ist, von Dominique Cosmetics. Den Augenbrauenstift Brow Frame habe ich hier in der Farbe Taupe.
Und wir haben einen total spektakulären Stift. Weiß ich nicht, der ist halt so eckig. Und hier hinten haben wir dann den Spoolie und auch den Anspitzer davon. Wahnsinn, die lassen sich echt immer wieder was Neues einfallen. Das kann man nicht anders sagen, ne? Das ist Wahnsinn. Du kannst hiermit wirklich großflächig arbeiten. Einfach ansetzen und so halt durchziehen, ne? Du kannst aber auch einfach mit den Spitzen oder mit den Ecken davon total präzise zeichnen. Finde ich richtig cool, ne? Also das sieht sehr, 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 sehr schön natürlich aus. Und jetzt fixiere ich das einfach mal mit dem neuen Augenbrauengel Brow Blowout Shaping Gel. Mensch, was ein Name. Das hat einfach so einen kleinen Spoolie. Da kommt sehr viel Produkt raus, aber wow, das zieht die Augenbrauen wirklich oder das liftet die Augenbrauen direkt. Mega gut. Ein bisschen zähme ich mir die hier oben noch einmal. Wenn das jetzt auch noch so hält, dann ist es wirklich ein ganz großartiges Augenbrauengel. Ich bin beeindruckt. Mag ich sehr gerne leiden vom Ergebnis. Kommen wir zur ersten Palette und auch zum ersten Look. Wir starten jetzt erstmal ein bisschen entspannter mit A Gentle Gaze. Das ist dieses hier. Und hier haben wir zwei matte Töne drin und einen Metal Tone und einen Celestial Tone. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Super, super, super tolle Qualität, lässt sich schön swatchen und dann hoffe ich natürlich auch, dass die Töne auf dem Auge gut rüberkommen. Dann nehme ich mir jetzt zuallererst diesen schönen dunklen Beereton auf und platziere mir den schon mal genau da, wo ich ihn haben möchte, nämlich im äußeren Drittel, in der Lidfalte und am unteren Wimpernkranz. Wahnsinn, der ist schon mal richtig schön, oder? Also das ist satt, das ist Beere, fast schon Aubergine. Und genau diesen Ton blende ich mir mit genau diesem Pinsel, der kommt auch aus dem LH Cosmetics Pinsel Set, und dem helleren der beiden Töne einfach aus. Denn das ist so ein Zwischending zwischen Blender, Pinsel und Smudger. Und da gehe ich jetzt einfach nur an den Kanten entlang. Und dann bastelt sich der Look schon von ganz alleine, würde ich sagen, ne? Mega. Also ungewohnt für mich, diese Bärentöne, aber ich mag es gerne leiden. Jetzt nehme ich mir diesen Metallton auf, den Metalton. Der hat übrigens einen Namen und heißt Chocolate Flower, also Schokoladenblume. Der fühlt sich so krass seidig an und den setze ich mir in meine äußere Hälfte. Dann nehme ich mir diesen Celestial Ton auf, der nennt sich Litchi und der ist ein bisschen, ich würde jetzt schon sagen, ein bisschen krümeliger. Ne? Also man sieht es auch, der ist sehr, sehr soft im Pfännchen gepresst. Vielleicht würde es sich anbieten, eine Lidschattenbasis zu verwenden. Ich versuche es jetzt einfach mal so, den trage ich mir mit dem Finger direkt auf. Oh mein Gott, da muss man, ja, tatsächlich würde ich empfehlen, eine Lidschattenbasis zu verwenden. In meinen Innenwinkel packe ich mir aber hier aus der Mrs. Bella Palette den Ton Gleam. Tada! Das finde ich auf jeden Fall etwas schöner. Vielleicht hier oben noch ein Hauch von. Aber ansonsten wäre das mein Look mit diesem Quad. Ich mag's. Also ich muss auch sagen, ich habe keine Palette mit Beerentönen, wo ich so schnell so einen Look hingekriegt habe. Das hat jetzt tatsächlich, wenn ich mir das so im Display angucke, ne, 5 Minuten gedauert. Ja, die andere Seite, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Angst vor, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Posh Gaze. Das besteht aus diesen 4 wunderschönen Tönen. Ja, ihr seht richtig, ein mattes Schwarz, ein Taubton, ein ledriges Braun und auch so ein Celestial Ton, der so gülden ist. Die Finishes sind übrigens von dem ganz güldenen Ton Celestial und der heißt Myrrh. Nein, Myrrh. M-Y-R-R-H. Crazy. Und der Marron Glacé ist ein Satin Finish. Wie meine Hand einfach noch glitzert von den Swatches von eben, der Wahnsinn. Schaut so aus und da bin ich mal gespannt, was ich da rausholen werde. Ich finde es auch immer ganz interessant, wie unterschiedliche Looks die Augenform verändern. Deswegen machen wir jetzt einen Klebestreifen-Look. Ich starte tatsächlich mit diesem Schwarz und ich weiß nicht, ich glaube, da sind wirklich Sparkles drin. Also, oh mein Gott, ja, ich nehme da so einen etwas größeren Point Brush für. Das kommt aus diesem Rubin-Pinselset, glaube ich, von Labla. Und ich orientiere mich jetzt natürlich an meinem Klebestreifen und ziehe mir damit wie so eine Art Eyeliner. Gehe aber auf meinem Augenlid nur ungefähr bis zu meiner Pupille. Dafür werde ich hinten ziemlich dramatisch und gehe auch recht weit raus. Es ist so ein bisschen Amy Winehouse-Gedächtnis-Look, ne? Dann nehme ich mir diesen wunderschönen Taubton, auch mit diesem quasi Point Brush, und blende mir das jetzt einmal nach innen aus.
Ich nehme jetzt den Pinsel, den ich eben auch für den anderen Look genommen habe, denn ich möchte mir diesen Ton auch etwas so in die Lidfalte ganz, ganz leicht reinsetzen. Sieht jetzt alles noch sehr schmutzig aus, aber es ist wie so ein Easy Smoky Eye, was ich jetzt hier auch mache. Das lässt sich ehrlich gesagt nicht so gut ausblenden, wie das bei dem anderen Look jetzt hier der Fall war, bei dem Burgunden. Ich kann den Klebestreifen jetzt, glaube ich, schon mal entfernen. Oh, wow. Und eigentlich habe ich auch genau das Finish, was ich haben wollte. Ne? Also hier auf dem Lid muss es auch gar nicht so sauber sein, weil da kommt jetzt ja eh Schimmer drauf. Dann nehmen wir zuallererst hier diesen wunderschönen braunen Schimmerton. Der kommt aufs komplette bewegliche Lid. Und nach innen nehme ich mir dann den hellen Schimmerton. Und der kann sogar in das Inner Corner rein. Das geht mit dem Pinsel leider nicht ganz so gut. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall meinen Finger nehmen. Ist halt eher so ein Topperton, ne? Das sieht so unterschiedlich aus, finde ich. Ne? Vor allem, weil ich auf dieser Seite noch gar nicht meinen unteren Wimperkranz gemacht habe. Wahnsinn. Da habe ich mir jetzt gerade einfach was von diesem Taubton dran gegeben. Werde das jetzt auch mit diesem Pinsel ein bisschen aussoften außen. Denn jetzt machen wir was, was ich... Oh, habe ich das schon mal hier gemacht? Ich weiß es nicht. Was ich total fancy finde. Ihr seht jetzt ja auch schon, dass ich hier nicht oben den Abschluss gesucht habe, sondern ich werde hier so eine Art Schwalbenschwanz machen. Nehme so einen Eyeliner-Pinsel, habe das schwarz genommen. Das setze ich mir hier auch an den unteren Wimpernkranz an und ziehe das zur Seite. Das ist schon fancy, ne? Gehe dann auch mit dem Schwarz ungefähr bis zur Mitte, also bis zu meiner Pupille. Finde ich total cool, ne? Also das ist halt einfach mal ein bisschen was anderes und das macht irgendwie auch einen anderen, es ist einfach ein anderer Look und das macht mich halt auch irgendwie, weiß ich nicht, verruchter. Ist ja auch ein Smoky Eye Gedönsen, ne? Oben ziehe ich mir das Schwarz auch ganz soft und eng am Wimpernkranz entlang, wie so ein Eyeliner. Und das Taub setze ich mir auch ganz, ganz vorsichtig noch mit hier drunter, um so einen kleinen Schatten zu machen. Ne? Oh, ich liebe es einfach gerade voll. Wow, erinnert mich an alte Zeiten. So, das wären jetzt einmal die beiden Looks mit der Gentle Gaze und Posh Gaze Palette. Und jetzt möchte ich natürlich noch ein bisschen Eyeliner verwenden, jedenfalls auf dieser Seite. Hier habe ich mir ja quasi schon was gemalt. Auf dieser Seite verwende ich auch auf meiner Wasserlinie von Danessa Myricks in der Farbe Bronzite diesen wunderschönen Stift. Das ist der Infinite Chrome Micro Pencil. Oh, ich bin zu Tränen gerührt, so schön finde ich den. Ich finde den wirklich toll. Ich muss mich echt noch dran gewöhnen, Kajal auf meiner Wasserlinie zu tragen. Das habe ich damals jahrelang gemacht. Und hier verwende ich jetzt als Eyeliner von Love mit Oscar Atem The Atem Eye. Ich liebe diesen Eyeliner. Ich finde den so, so gut. Der hat halt diese Pinselspitze und der malt echt präzise. Und ich habe den schon sehr, sehr lange in Anwendung. Ne? Und ich kann den wirklich empfehlen. Ein schönes, mattes Schwarz. Und ja, ich male da einfach gerne mit. Dann fixieren wir das Ganze mit Ofra Rodeo Drive Make-up Fixer. Kann man schütteln. Ist auch in der Purish X Maxime Giacomo Box drin, in der Pride Box. Die Mesauda Big and Thick Lashes Mascara habe ich gerade offen. Die werde ich jetzt auch anwenden. Hat so ein Gummibürstchen, was sehr, sehr fett ist. Ist die jetzt besser als die Nabla Vicious? Nicht wirklich, aber sie ist anwenderfreundlicher. Das muss ich definitiv sagen. Ich kriege damit einfacher meine Wimpern schön, aber die Nabla Vicious kann einfach noch mal mehr. Und jetzt haben wir sie mal aus der Nähe, die beiden Looks mit den beiden neuen Nabla Paletten. Ja, ging tatsächlich relativ einfach. Ich meine, ich hatte ja auch nicht so die Ultra-Auswahl, was Farben angeht, wollte aber trotzdem alle Farben verwenden. Und damit kann man auf jeden Fall ziemlich aufregende Looks schminken. Ne? Das hätte man wahrscheinlich jetzt so beim ersten Anblick gar nicht unbedingt gedacht. Ich glaube, zu beiden Looks könnte ganz gut hier von Nabla der Beyond Jelly in der Farbe Luz passen. Oder Lutz? Luz? L-U-Z. Das ist halt so ein Zwischending zwischen Lippenstift und Lipgloss, aber eher in Richtung Lippenstift, aber sehr mit einem glossy Finish halt, ne? Und das ist halt eine Farbe My Lips But Better, nur halt in kühl, wodurch meine Zähne halt auch recht weiß aussehen und die Looks aber trotzdem noch nach wie vor im Fokus stehen, ne? Wahnsinn. Trotzdem, also beides dunkel, aber beides irgendwie unterschiedlich und ich finde, irgendwie sehen meine Augen auch anders aus. Hier habe ich wirklich so ein, weiß ich nicht, so ein spitzes Auge und hier so ein relativ rundes Auge, ne?
Finde ich aufregend. Ich bin euch auch noch Vergleiche schuldig, ne? Das hatte ich ja auch bei der anderen Palette gemacht. Mit der Dreamy vergleiche ich jetzt mal das Gentle Gaze und ich muss sagen, nö, da ist die Palette definitiv viel dunkler. Dann schauen wir mal in die Read My Mind. Da könnte man ja meinen, dass wir hier im oberen Drittel vielleicht irgendwelche Gemeinsamkeiten finden. Vielleicht mit ganz Good Will, dieser Ton hier. Das könnte funktionieren, ne? Ansonsten ist das schwierig, muss ich sagen. Wobei, nee, die beiden Töne sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Und auch in dieser Viererton hier oben mit dem dunkelsten hier, da ist dieser Ton auch viel, viel heller. Also wir sind hier mehr so im freundlichen Bärenbereich und das ist der dunkle Bärenbereich. Dunkle Bären oder dunkle Bären? Und dann könnte ich mir ja nochmal die Posh Gaze angucken in Relation zu dieser hier, zu der Side-by-Side Nude Palette. Da haben wir dann dieses Match. Also klar, schwarz hier, schwarz da. Vielleicht Cedarwood mit diesem hier. Ich glaube, da sind die Finishes doch etwas unterschiedlicher. Könnte aber sehr ähnlich passend sein, tatsächlich, muss ich gestehen. Diesen Taubton da oben kann man sich vielleicht, wenn man ein bisschen tricky drauf ist, mischen. Den Schimmerton finde ich jetzt hier unten nicht 1:1. Also vielleicht ist das hier so die erste Match-Geschichte. Alles in allem muss ich aber wirklich sagen, dass mir alle drei Quattros sehr gut gefallen. Eigentlich würde ich sagen, das, worauf ich am ehesten verzichten könnte, wäre das Hot Gaze, das, was ich ja im ersten Look geschminkt habe. Diese beiden finde ich sehr, sehr gut, aber am allerbesten finde ich dieses Bärige. Das ging so schnell und so leicht. Das ist das Gentle Gaze und das kann ich euch extrem empfehlen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass ich das Gentle Gaze am allerwenigsten mag, weil ich eigentlich eher nicht so ein Fan von diesen bärigen Tönen bin, aber das hat sich so schön ausblenden lassen, so schön auftragen lassen. Das ging so simpel und das ist mein Favorit. Tada! Und ja, denkt auf jeden Fall dran. Ich habe es ein paar Mal oft schon in diesem Video gesagt, aber 20% auf alles, Leute, bei Purish. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei mit Claudies Welt 20. Und ja, wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!